Wir schreiben den 10. Zar, 8 Uhr morgens, und ihr betretet nach und nach die Kajüte der Kapitana Zulamin. Ihr habt euch noch einmal versucht zu erholen, zu regenerieren und auch eure Wunden zu schließen. Und kommt dann jetzt so nach und nach hinein. Serventilio hat, wie angekündigt, ein Prophylaktikum vorbereitet. Ich werde jetzt einfach mal in Chemie würfeln. Und wenn da kein Patzer drin ist, ersparen wir uns das Rechnen, ja. Den finde hier. Das sollte hingehauen haben. Naja, also die Scheiße heilt ganz beschissen, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn ihr aufhören würdet, euch eine der vielfältigen Heilmöglichkeiten, die wir für euch haben, zu verschließen, würde es auch schneller gehen. Ja, ich danke für euren nicht hilfreichen Einwurf. Nun, dann müsst ihr wohl leiden, anders geht es nun mal nicht. Das mag wohl mein Schicksal sein. Also, Kapitana, was machen wir noch in dieser verfluchten Stadt? Tja, wir lassen uns überfallen, denke ich. Aber ich habe noch ein wenig nachgedacht. Ich glaube, es wäre wichtig, unsere Beziehung zu Rondrigan Paligan zu kitten. Und, naja, vielleicht können wir uns das zunutze machen. Ich habe hier ein Schreiben aufgesetzt, das ich ihm gerne zukommen lassen möchte. Mit dem Hinweis, es tut uns alles sehr leid und wir hätten ihm ja gerne alles gesagt, aber wir konnten nicht offen sprechen vor Jodor Marix. Und nun ja, idealerweise könnte er uns zurück zum Markgrafenpalast begleiten und wäre dann in Verkleidung bei uns, wenn wir überfallen werden. Das wäre der beste Zeuge für unsere Unschuld und dass wir nicht mitten in Pericum Selbstjustiz üben. Ja, aber wieso glaubt ihr, dass der ohne Wachen hier auftaucht? Weil er neugierig ist. Und nun, wenn er nicht auftaucht, dann ist dem ebenso. Dann hat ihn auf jeden Fall schon einmal die Nachricht erreicht, dass wir uns bedroht fühlen. Naja, das ist natürlich richtig. Wir haben hier nichts zu verlieren, also warum nicht? Aber nur für den Fall, dass er den Mut hat, tatsächlich hierher zu kommen, sollten wir abklären, was genau wir ihm erzählen wollen. Welche Informationen können wir ihm geben und welche sollten wir ihm vielleicht besser vorenthalten? Naja, was haben wir denn eigentlich an Informationen? Können wir ihm Informationen über Diamantos Aufenthaltsort geben? Also sie wirft Rafim einen vorsichtigen Blick zu, so quasi, darf ich mit diesem Wissen arbeiten oder ist das geheim? Daran war er sehr interessiert, als er mit Abel mir und Serpentilio sprach. Naja, also ich bin ganz ehrlich, ich glaube eh nicht, dass er ihn auftreiben kann. Von da aus kann er das schon wissen. Der Mann würde ihn nicht mal in seinem eigenen Haus finden. Das denke ich auch. Ich glaube nicht, dass es schaden kann. Und sollte ihn auftreiben, nun ja, dann warum nicht? Aber ich rechne auch nicht damit. Und ich glaube, es würde viel dazu leisten, wieder etwas Vertrauen aufzubauen. Dann Abelmir, ich würde gerne unseren Verdacht mit ihm teilen, dass die Tote nicht wirklich Hyvilla Marix ist und unsere Verdächtigung bezüglich des Mörders, aber vielleicht müssen wir ihm nicht alle Details verraten, oder? Ich denke auch nicht, dass er das glauben würde. Wir würden schließlich nur den Verdacht von uns abwenden wollen, so macht es zumindest den Eindruck. Nun, eine Sache ganz generell. Wissen wir überhaupt, wer die echte Hyvilla Marix ist? Ja, es hat sich mal eine Frau mit dem Namen Hyvilla Marix bei uns an Bord eingeschrieben. Ja, ihr habt diese Frau offensichtlich beim Essen wieder getroffen. Aber sind wir uns sicher, dass das auch Hyvilla Marix war? Das können wir mit absoluter Sicherheit nicht sagen. Ich meine, das wäre schon sehr über Eck gedacht. Und zumindest ihre persönliche Korrespondenz
las sich doch so, als wäre sie tatsächlich nun ja in Kontakt mit ihrem Vater, ihrem Bruder. Wenn es eine Täuschung ist, dann ist es eine von sehr langer Hand geplante und sehr komplexe. Nun gehen wir einmal davon aus, dass Sibylla Marx nicht im Boron-Tempel liegt und noch lebt. Dann müssen wir doch feststellen können, wo sie sich derzeit befindet, oder? Es klopft an der Tür. Es dürfte ohne Probleme machbar sein. Rein? Ich habe... Guten Morgen. Wir haben weitere Besucher, die sich gerne auf eurem Schiff umsehen würden. Schon wieder? Tja, schon wieder, da sagt ihr was. Es ist wohl eine Effort-Geweihte oder so. Zumindest spricht sie für die Effort-Kirche. Sagte sie zumindest. Und sie hat weitere Besucher aus Janka mit dabei. Aus Janka, sagt ihr? Nun, ich bin gespannt. Soll sie reinlassen? Ja, dann unterbrechen wir unsere Besprechung für den Moment und sehen einmal, was das für Leute sind. Ja, bitte lasst sie herein. Ja, nach einiger Zeit wird dann eine etwas ältere Dame, so um die 50 Lenzen, hereingeführt, mit einer blauen Robe, so wie die typische Kapitana bzw. Effort-Geweihte. Mittlerweile sind die Haare ehemals blond, teilweise weiß und sehr kurz, mit strahlend blonden Augen kommt sie herein, nickt euch allen zu und gibt dann Zulamin die Hand. Zarstrand, Ladvenja von Zarstrand. Einen wunderschönen guten Morgen. Effort mit euch. Raja zum Gruße. Herzlich willkommen auf Aviandas Rattung. Ich habe schon viel von euch gehört und auch von der Avianda und der bewegten Geschichte. Aber ich bin nicht alleine gekommen. Und damit tritt sie aus der Tür sowieso schon heraus und ihr könnt sehen, wie drei Helden in euer Etablissement treten. Es sind Priodo von Grauningen, Ronga und Haldan Rogel. Ah, wie schön, einige bekannte Gesichter zu sehen. Herzlich willkommen. Preis zum Guten. Und vor allem so weit weg von Janka. Wir haben eigentlich gehofft, euch dort wieder zu treffen, aber naja. Der Grund, weshalb wir hier sind, so dringend. Gut, dann berichtet. Ronga tritt herein, hält in seiner linken Hand ein Tuchbeutel, wo wohl etwas Ründliches drin zu sein scheint. Und raushängt oben aus dem Tuchbeutel noch irgendeine Rolle Pergament oder irgendeine... Es scheint irgendwas Aufgerolltes zu sein. Wir wurden in Lanka von eurem... Ronga schnipst einmal mit dem Finger. Priodur, wie hieß der Mann nochmal? Dieser... Dolgru, der Despot von Tarnusa. Ich denke, er meint Rabenmund. Rabenmund, genau. Ich weiß nicht, warum mir diese Namen immer entfallen. Mir sind schon so viele von denen begegnet. Aber richtig. Wir haben von Rabenmund einen Auftrag bekommen. Ich, Priodur und der gute Rogel hier. Dabei war noch ein anderer, aber er wollte uns hierhin nicht begleiten. Nun, wir sind sehr erfreut, dass ihr den Auftrag angenommen habt, denn wir können nicht an allen Orten zugleich sein. Dolguruk, sagtet ihr. Also, wart ihr in Talusa? Oh ja. Ja. Das ist eine schöne Stadt. Nein, ist nicht schön da. Da waren wir wohl, ja. Den Schrecken von Talusa. Oh. Und wir haben einiges mitgebracht, was für euch vielleicht von Interesse sein könnte. Wir haben gehört, dass Palligan wohl mal in den Sümpfen war und haben seine Spuren verfolgt. Ronga holt jetzt einmal in den Beutel herum und holt das Dokument heraus, was dort eingerollt ist und legt das auf den Tisch. Rollt es aus. Davon haben wir gehört. Er soll dort von der Ersäuferin erwählt worden sein. Was habt ihr da? Das scheint wohl irgendein Echsenpriester geschrieben zu haben. Kryptorpriester, der Name steht da auch mit bei. Ich habe hier auch noch die Übersetzung. Nein, Priodor, du hast die Übersetzung. Warte einen Moment, ich krame meinen Ruhm. Hier ist sie. Wohlgefällig. Preis, wohlgefällige Ordnung. Das scheint wohl alles in... Breite sie aus auf den Tisch aus. In dieser Echsensprache geschrieben zu sein.
Und seid ihr sicher, dass ihr nichts Böses damit heraufbeschwört? Oh, damit vielleicht nicht, aber... Oh, Ronga wirft noch einmal zu dem noch mal einen Blick zu dem Beutel, den er noch in der Hand hält, wo immer noch was drin ist. Auch dazu kommen wir gleich. Nun, vielleicht wartet ihr noch einen Augenblick. Ich würde gerne unsere Hesinde-Geweihte hinzuziehen, wenn sie gerade an Bord ist. Ich bin sicher, dieses Schriftstück wäre für sie sehr interessant. Und ich schicke jemanden, um Netia zu holen. Ja, alles klar. Ja, während ihr euch dieses merkwürdige Pergament anblickt, was Ronga euch dorthin gelegt hat, es stinkt ekelhaft nach Schlamm und nach Morde, nach Verwesung. Es ist also die Abschrift schön und gut. Die hat wohl Priodur mit sauberer Handschrift angefertigt, aber das scheint wohl irgendeine Art Schuppenleder zu sein. Also ja, klar, irgendwie die Haut eines Tieres, eines Wassertieres. Und die Glyphen sehen beim Ansehen schon so aus, als würden sie im Geist kratzen und wehtun. Umso wohlgefälliger dann die sorgsame Abschrift von Priodur. Ich habe viel Mühe auf mich genommen, diese Glyphen zu übersetzen. Sie sind nicht preisgefällig. Das kann ich mir vorstellen, wenn sie aus exischer Hand kommen. Pfui. Also, vielen Dank für eure Mühe, Herr Priodur. Guten Morgen, alles zusammen. Wir sind mit euch, Effort mit euch. Willkommen, Netia. Uns erreichte gerade ein, nun ja, ihr seht selbst, wenig göttergefälliges Schriftstück aus Talusa, das aber wohl mit unserer Queste zusammenhängt. Aus Talusa? Interessant. Aus den Sümpfen offenbar. Nun, dann hoffen wir, dass wir viel Wissen daraus hervorziehen können, nicht wahr? Wir haben es aus der privaten Sammlung von Dolguruk bibitzen können. Ihr habt mit Dolguruk gesprochen? Oh nein. Mit denen haben wir nicht mehr gesehen, glücklicherweise, aber wir waren in seinem Palast. Das verstehe ich nicht ganz. Oh, es gab wohl, während wir in der Stadt waren, möglicherweise mit oder ohne unseren Zutun einen Bauernaufstand. Die Stadt hungert und die waren wohl alle sauer und dann sind wir gemeinsam mit denen allen in den Palast gestürmt. Aber das, ich meine, wir haben uns nicht zu Schulden kommen lassen. Die haben den Priodur hier eingesperrt. Den Geweihten des Herrn Prios haben sie einfach in den Kerker geworfen. Unerhört. Ja, unser Bauernaufstand, der war nur, was ich gehört hat. Nun gut, ich habe eine Fackel geworfen. Nun, die Herrschaft des Dolguruk gilt nicht gerade als Prios gefällig. Nein, das ist sie ganz in der Tat nicht. Und herrscht schon viel zu lange in meinen Augen, aber... werfen wir einen Blick auf die Übersetzung. Priodur, ihr habt sie angefertigt? Nun ja, ich möchte gern zitieren. Ich setze mal so ein kleines Monokel auf. Hört. Blind irrte er umher. Das Vambu Darun Paligam Kapitel, ein schreckliches Wort, führte ihn zu mir und mich zu ihm. Er wurde mein Schüler und in ihm werde ich fortleben. Er wird das schlafende Meer beherrschen. Das zeigte mir Grimdotora. Dein Fehler, vielleicht in der Übersetzung. Schließlich wird er in den Tempel der Grundmutter zurückkehren, aus dem man mich vertrieben hat, und mein Werk vollenden. Er ist der Tentakel Krypiris und wird unsere Feinde erwürgen. Verzeiht, diese exischen Übersetzungen sind vielleicht nicht ganz korrekt. Das liegt vielleicht daran, dass ihr versucht, das Ressort falsch zu übersetzen. Ach, hier steht noch ein... Ich bin sein Lehrer. Was immer das heißen mag. Interessant, eine Abschrift vom Lehrer des Darion Paligan. Wer mag das wohl sein? Nun, möglicherweise ein Achas? Hier im Original. Im Original steht es tatsächlich. Hier, sie deutet auf das Leder, was vor Ronga ausgebreitet liegt. Us Asur. Das ist auf alle Fälle kein menschlicher Name, nein. Allerdings auch kein exischer. Nein, wenn ich die Übersetzung von Ihro Gnaden Priodur sehe,
dann wurde dieser Us-Assur wohl vertrieben vom Tempel der Grundmutter, in den er zurückkehren soll. Könnte er ein gefallener Geweihter sein, der zum Paktierer geworden und dann zum Lehrmeister für Darion Paligan wurde? Tja, ein Priester war er wohl auf alle Fälle. Fragt sich, ob er auch paktiert hat. Wenn er Darion Paligan in die Lehren eingeweiht hat, dann wird er sicherlich mit der Kryptor im Bunde stehen, mit der Ersäuferin. Ein Priester der Ersäuferin, ob er ein Paktierer ist, höchstwahrscheinlich. Nun, die Frage ist, warum wurde er aus seinem Heimattempel vertrieben? Denn, nun ja, die Achas treffen ja nicht die Unterscheidungen, die wir treffen. Vielleicht sollten wir uns nicht unbedingt darauf versteifen, dass es ein Achas sein muss. Das Wie ist ich klar. bereits gerade sagte, der Name ist kein Exischer. Wisst ihr, aus welcher Sprache er dann stammt? Das ist Kuchas. Nun, zumindest die Sprache ist Urexisch, aber nun, in diesem Zeitalter herrschen die viele Rassen. Ich sagte dir, Urmutter? Könnte das etwas mit diesem Dämon zu tun haben, den sie vor Rulat befreien wollten? Die Grundmutter. Zumindest steht es hier im Original. Ich weiß nicht, wie habt ihr es übersetzt, ihr Original? Grundmutter steht hier. Grundmutter. Sieht hier. Ja. Grundmutter, ja. Ich war zwar bei dem Ritual selbst nicht anwesend, aber das kann tatsächlich etwas damit zu tun haben. Nun, vor allem die Wasservölker verehren nicht nur Effert oder die Ersäuferin oder auch die anderen, die uns Menschen bekannt sind, sondern sie verehren eine ganze Menge an verschiedensten Göttern, beispielsweise Haie. Tja, der Glauben der Kaiden ist unermesslich und erschreckend. Erschreckend. Da hat er recht. Da hat er absolut recht, was diese Echsen nur denken. Nun, der fragliche Dämon hatte die Gestalt einer Kröte. Und er war wohl mächtig genug, dass Einfältige ihn für einen Gott halten könnten. Kröte. Gab es nicht ein Volk, was Kröten ähnlich war? Die Krakonen, ja. Ah, genau, diese meinte ich. Aber Krakonier sind doch nach allgemeiner Lehrmeinung ein sehr dummer Zusammenschluss von Frühprimitiven. Habt ihr schon einen getroffen? Glücklicherweise, muss man ja sagen, nicht, nein. Und wie könnt ihr darauf schließen, dass sie dumme Gestalten sind? Nun, wie bereits gesagt, es ist die allgemeine Lehrmeinung. Ah, ich verstehe. Ich vertraue also Hören sagen. Ich vertraue darauf, dass man in, sagen wir, zivilisierteren Teilen der Welt in der Lage ist, sich Wissen weiterzugeben, ohne sich danach gegenseitig anstecken zu wollen. Ich verstehe, dass dies für euch vielleicht ein kultureller Schock sein mag. Nun, man könnte auch sagen, ein gewisser Spezifismus in manchen Gegenden spricht auch für gewisse Vorurteile, nicht wahr? So wie die Zwerge, die Echsen verabscheuen, so verabscheuen vielleicht eure Leute in Krakonia? Ich bin selbstverständlich bereit, in Erwägung zu ziehen, dass das Bild, das die aktuelle Forschung von diesem, wenn ihr es unbedingt so nennen wollt, Volk habt, unvollständig sein könnte. Nichtsdestotrotz gebe ich euch hier das Wiener, was Leute, die sehr viel intensiver als wir mit den Urvölkern des südlichen Kontinents befasst sind, wiedergegeben haben. Nun, auch wenn die Einschätzung zutreffen sollte, wäre es vielleicht möglich, dass sie die Abkömmlinge einer, sagen wir mal, zivilisatorisch höher stehenderen Spezies sein könnten. Sie wären nicht die einzige Hochkultur, die untergegangen ist und nicht mehr das ist, was sie einmal war. Nun, das ist zwar sehr tragisch und so weiter und so fort, aber was bringt uns das für unsere aktuelle Queste? Nun, vielleicht haben sich Reste dieser Hochkultur noch erhalten. So wie die Hochelfen nun gewisse Relikte zurückgelassen haben, so könnten dies auch die Hochkultur
die Kultur der Krakonia getan haben. Diese Wählenden allerdings. Verzeiht. Diese Wählenden allerdings unter Wasser. Ich habe zwar den größtenteils, den ihr bisher gesagt habt, nicht wirklich verstanden können, aber falls ihr das schon gesagt habt, tut es mir leid, aber Pergament entnehme ich nur, dass wir irgendwie herausfinden können, wo dieser Palligan seinen Pakt geschlossen hat im Sumpf. Und wenn wir diesen Ort aufsuchen, könnten wir mehr, oder ihr natürlich, mehr darüber herausfinden. Also es gibt selbstverständlich auch mehrere Berichte über die Krakonier, falls ihr da etwas recherchieren wolltet. Allerdings sind ungefähr um 100 vor Bosporans Fall die meisten Aufzeichnungen über diese Kreaturen abhanden gekommen durch den großen Stern von Elam. Die einzige Hoffnung, die ich sehe, wenn wir etwas zu den Krakoniern recherchieren wollten, wäre das verfluchte Selem da selbst. Die Bibliothek, die ebenso verflucht ist. Nun, Capitania, wir sollten sowieso vielleicht in Erwägung ziehen, der Bibliothek von Selem ein oder zwei Besuche abzustatten. Es gibt einige Dinge, die ich recherchieren muss und deren Quellenlage leider dünn ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nun, ich denke, unsere Arbeit hier im Norden ist noch nicht abgeschlossen. Aber danach, nun ja. Und sollten wir diesen Ort suchen, Ronga, hätte ich euch, denke ich, gerne dabei. Immerhin habt ihr dieses Schriftstück für uns aufgetrieben und wart schon einmal vor Ort. Ihr werdet auch nicht die Ersten, die ich zwar nicht durch diesen Sumpf, aber durch die Wildnis führe, durch Sümpfe, Gebirge, Wald. Das ist eigentlich mehr oder minder meine Aufgabe. Verzeiht, dass ich mich einmische. Nun, ihr habt mich bisher ignoriert und das ist euer gutes Recht. Allerdings habe ich hören lassen in Janka, dass ihr wohl aufgebrochen seid, um eine alte Freundin von mir zu retten. Ist dem so? Dem ist so. Und wir arbeiten gerade daran, dass sie den ihr nach Fug und Recht zustehenden Posten wieder einnehmen kann. Sie lebt also noch. Ausgezeichnet. Wo ist sie? In der Löwenburg. Bei den Rondrianern. Ihr solltet allerdings wissen, dass wir viele Feinde in der Stadt haben. Das meinte ich mit unserer Arbeit hier im Norden ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind einer Verschwörung auf der Spur und sind uns nicht vollständig darüber im Klaren, wer unsere Freunde und unsere Feinde sind. Deswegen möchte ich euch im Interesse eurer Freundin zu größtmöglicher Vorsicht raten. Nicht, dass ihr ihren Aufenthaltsort vor der Zeit verratet. Wann ist diese Zeit? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, wenn die Gefahr vorüber ist? Oder denkt ihr, es wäre gut, Praia Dania sofort zu enthüllen, um auf ihre Unterstützung zählen zu können? Nun, sie ist die rechtmäßige Großadmiralin der Flotte. Warum sollte sie verhüllt bleiben? Sie ist doch kein Dieb. Sie hat alles Recht der Welt, dass sie ihre eigenen Schiffe wieder anführt. Und gemeinsam mit mir und meinetwegen ihren anderen Verbliebenen uns dem gerechten Kampf anschließt. Unglücklicherweise scheinen in der Stadt derzeit Kräfte zu walten, denen Recht oder Unrecht nicht gar so wichtig zu sein scheinen. Um deutlich zu sprechen, ich fürchte einen Anschlag auf sie. Und wenn ein solcher gelingen würde, nun, dann wäre das sehr traurig und würde uns alle weit zurückwerfen. Verstanden.